Hi Leute! Herzlich willkommen! Heute machen wir ein besonderes Video. Also beruflich darf ich mich nur dezent schminken, aber die gute Dina hat gemeint, sie würde gerne mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich wirklich richtig aufgestaltet bin, sozusagen. Also mit Make-up und allem drum und dran. Und genau das wollen wir jetzt ausprobieren. So richtig High-End, Leute, wow! Ja. Dann gucken wir mal, was wir aus der machen können. Ha? Oh Gott, meine Falten zudecken. Ich blende euch mal hier, da, blende ich euch mal ein, wie sie sich normalerweise schminkt. Sieht ja hübsch aus, aber ich würde mal sagen, da kann man definitiv mehr draus machen. Und das probiere ich jetzt heute mal aus. Ja gut, jetzt setzen wir mal einen Haarreif auf, denn das Make-up in die Haare, das macht sich, glaube ich, nicht so gut und man kommt vor allem nicht an die Ecken ran. Also raus mit den Haaren aus dem Gesicht. Ich glaube, so reicht's. Oh, das sieht süß aus. Guck mal, wie süß das aussieht. Also ein bisschen blank. Oh, das sieht süß aus. Okay. Du weißt, was du hier tust? Na klar. Ich habe einen Primer benutzt von Essence Fresh & Fit und mein Lieblings-Make-up Catrice 24 Stunden. Make-up, waterproof Gedöns, ja. Natürlich darf ein Concealer nicht fehlen für die Augenringe und so. Dann habe ich natürlich alles abgepudert mit einem schönen matten Puder. Vorher habe ich noch die mit dem Neutralizer die ganzen komischen Flecken im Gesicht weggemacht, so ein bisschen zumindest. Und habe mit dem relativ rötlichen, weil meine Mom halt rötliche Bäckle braucht, einen Highlighter gehighlightet. Und dann habe ich natürlich noch Contouring gemacht und mit der Love Brow Proutitude die Augenbrauen ein bisschen gemacht. Die müssen auch mal gezupft werden. Yeah. Natürlich habe ich jetzt nicht angefangen, Augenbrauen zu zupfen, deswegen sonst wären die noch schöner geworden, aber passt schon so. Lidstrich habe ich einfach den ganz normalen Essence Eyeliner genommen, Liquid Ink, den ich eigentlich immer benutze. Diesen orangenen, auch von Essence, Maximum Definition. Mascara, das ist mein absoluter Lieblingsmascara, den benutze ich immer, deswegen in mein Haus kommt nur diese Mascara. Bisher hat mich doch keine andere überzeugt eigentlich, deswegen immer den hier. Und das prinzipielle Augen-Make-up habe ich im Prinzip ein verschiedenes Verlaufsding gemacht aus dieser XXL Glam Eyeshadow von LL De Young. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man diese blöde Marke ausspricht, aber was soll's. Die da hier, die finde ich mich echt schön und die ist noch nicht so alt, die habe ich erst noch neu gekauft. Okay, auf jeden Fall die da hier. Da habe ich einfach verschiedene Farben benutzt, vor allem die Violetttöne, das Weiße bzw. das Silberne und dieses Dunkelblaue, wo so ein bisschen Galaxy-mäßig ist, in der Mitte. Und habe das Ganze abgerundet mit den matten Farben von der All About Grey von Essence. Und natürlich habe ich von Rivals noch den Nude Matte, um da oben quasi ein bisschen den Übergang schöner zu machen. Und ja, ihr wisst also, ich mische ja sehr gerne viele Farben und Paletten und ich finde, es ist gut geworden. Zum Abrunden habe ich natürlich als Lippenstift, ich bin ja mehr so ein Mensch für Lipgloss statt Lippenstift, habe ich den Shine Wet Gloss Lipgloss von Essence, diesen, wo auch so ein bisschen violett ist, weil er einfach natürlich zum Augen-Make-up passt. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Setting Spray, weil ihr wisst, sonst ist es da gerade überall, aber nicht da, wo es hingehört. So, ich habe mir jetzt gerade auch kurz noch mein kleines Make-up ins Gesicht geklatscht. Dann können wir nämlich los, weil wir nämlich jetzt noch wohin gehen. Und ich würde sagen, wir sind definitiv ausgeweitet. Oh ja, aufgestylt bis zum Gehst nicht mehr. Ich finde, es ist auch hübsch geworden. So. Okay, ist komisch peinlich. Also, ja, also für mich ist das schon ein extrem Make-up. Also sowas trage ich normalerweise nicht. Ich finde sie echt hübsch geworden. Schreibt mir gerne mal unten rein, wie ihr findet, dass sie aussieht. Ob ihr sie schöner findet ohne oder so, wie sie sich normal schminkt oder jetzt. Ob ihr findet, dass es zu ihr passt einfach. Ob welche Farbe ihr benutzt hättet, vielleicht auch einfach so. Und ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich würde sagen, wir gehen los. Und sagen mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.